Wir schaffen das alleine. Das neue Buch von Andreas Marquardt und Philipp Argus. Im Gespräch mit Ben und Manuel. Ja, herzlich willkommen. Wir haben heute eine ganz besondere Ehre. Wir bedeutet, der Ben und ich werden heute den Andreas Marquardt und den Philipp Argus interviewen, die ich jetzt gleich auch mal herzlich begrüße. Ja, guten Morgen. Hallo. Grüß Gott. Genau, und zwar geht es um Folgendes. Die beiden Herren haben ein neues Buch geschrieben, welches wir heute kurz mal ansprechen möchten. Das Ganze hat den Titel Wir schaffen das alleine. Ausrufezeichen. Ja. Der Ben ist auch mit dabei, der wird mich ein bisschen unterstützen. Der hatte ja auch vor 3 Jahren schon zu dem letzten Buch ein kleines Interview mit den beiden gemacht. Wir haben vorhin auch schon nachgeschaut, das Ganze ist ja auch schon wieder fast 3 Jahre alt. Warum andere auf ihre Kosten immer reicher werden, ist damals 2014 erschienen. Und jetzt ist praktisch Zeit für ein neues Werk. Und bevor wir aber loslegen, würde ich doch einfach mal bitten, Andreas und Philipp, vielleicht könnt ihr euch ganz kurz noch vorstellen für Zuschauer und Zuhörer, die euch eben noch nicht kennen. Philipp, möchtest du? Ja, also ich bin Philipp Argus. Ich lebe jetzt schon seit 10 Jahren in Madrid. Ich bin da Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universidad Rey Juan Carlos. Und ja, meine Forschungsinteressen sind im Bereich der österreichischen Schule, vor allem Geld- und Konjunkturtheorie, Kapitaltheorie. Und ja, das ist so mein beruflicher Background. Ja, ich bin seit jetzt im 19. Jahr selbstständig als Honorarfinanzvermittler mittlerweile, bin also in die Honorarberatung, Honorarvermittlung umgestiegen, und weil man sonst nichts zu tun hat, bin ich noch seit über vier Jahren auch Vorstand des Ludwig von Mises Institut Deutschland, was mir unheimlich große Freude bereitet. Mit der österreichischen Schule in Verbindung bin ich jetzt, ich schätze mal, es dürften jetzt so auch langsam 10 Jahre sein, wo ich über die Geldmengenausweitung so stutzig geworden bin und dann nachgeforscht habe und nach einigen Umwegen letztendlich dann bei Ludwig von Mises gelandet bin. Und ja, Philipp und ich, wir kennen uns jetzt auch jetzt 5 Jahre ziemlich exakt. Ich habe damals einen Blog gestartet und den habe ich gestartet mit einem Interview mit Philipp zur Tragödie des Euro. Ja, so kennen wir uns, und da hat sich dann eines mit dem anderen ergeben, das erste Buch und jetzt das zweite. Ja, schön, das wäre nämlich auch gleich meine nächste Frage gewesen, wie ihr beide denn dazu gekommen seid, eben euer erstes Buch zu schreiben. Insofern hast du es ja auch schon mit beantwortet. Was ist so in den letzten 3 Jahren nach dem letzten Buch passiert und wann hat es euch gepackt zu sagen, wir müssen jetzt nachlegen? Also passiert ist natürlich relativ viel, angefangen von der Finanzkrise, dann hat sich's beruhigt, weil man das alles mit Geld zugeschüttet hat. Und letztendlich unser Anliegen damals war es, kurz nochmal zu dem ersten Buch, war es einfach mit einfachen Worten ein Buch zu schreiben, dass jeder die Problematik, die mit unserem Geld verbunden ist, verstehen kann. Ich denke, das ist uns im Rückblick auch ganz gut gelungen. Und das neue Buch, Auslöser war eigentlich der Brexit, dass wir gesagt haben, prima, ein gutes Signal, völlig im Gegensatz zu der breiten Mehrheit, die ja gesagt hat, oh Gott, was passiert jetzt? Passiert ist ja bis jetzt ja auch noch gar nichts. Und wir denken einfach, dass diese großen Flächenstaaten, so wie sie sich jetzt abzeichnen, und dass die keine Zukunft haben und dass die Gefahr sehr groß ist, dass gerade in diesem Zeitfenster, das jetzt entsteht mit dem Brexit, dass in Europa die Befürworter eines Zentralstaates, eine Vereinigten Staaten von Europa, dass die dieses Zeitfenster nutzen. Und deswegen war es unser Anliegen, aufzuzeigen, systematisch wieder und aus der Sicht des Menschen heraus aufzuzeigen, dass es eben nicht gut für die Bürger ist. Ja, ich sehe auch gerade, euer Buch hat ja auch noch einen Untertitel. Ich weiß nicht, ob das in der aktuellen Version auch so ist, warum kleine Staaten einfach besser sind.
Du hast ja schon angesprochen, die Tendenz gehen ja eher in Richtung vielleicht von so einem Superstaat, könnte man sagen, eben mit den Vereinigten Staaten von Europa. Vielleicht kurz an den Philipp auch noch gefragt und dann möchte ich auch noch, dass der Ben sich gleich mal zu Wort meldet. Wie siehst du denn das, Philipp? Ist es denn im Moment eher so eine Einbahnstraße Richtung Superstaat oder bietet denn dieses Zeitfenster, von dem der Andreas gerade gesprochen hat, auch eine Chance eben für kleinere Staaten oder andere Strukturen? Ja, es gibt halt diese Narrative, die uns immer erzählt wird, es gäbe eigentlich keine Alternative zu immer größeren Staaten, zu den Vereinigten Staaten von Europa. Das ist eigentlich aus der Sicht der Medien und der Politiker ist nur eine Frage der Zeit, wenn die Europäer sozusagen reif genug dafür sind. Die müssen erst noch reif werden oder reinwachsen sozusagen, aber irgendwann kommt das sicherlich. Und ja, und dann haben im Hintergrund steht dann auch irgendwann mal die Option eines Weltstaats. So. Das haben wir auf der einen Seite, dass die Politik und die Medien glauben, dass das passiert. Und wir haben auch große Schritte in diese Richtung gehabt. Aber dann gibt es, wie gesagt, auch dann gegenläufige Bewegungen mit dem Brexit ganz prominent. Und dann auch mit dem Aufkommen von sezessionistischen Bewegungen in einigen Staaten. Und auch Parteien, die gegen den Zentralismus sind oder den. Oder internationale Politorganisationen sind. Das gibt es halt. Und da sind wir jetzt sozusagen an einem Wendepunkt oder die entscheidende Schlacht sozusagen wird wahrscheinlich bald geschlagen werden. Und da haben wir gesagt, okay, da wollen wir ein bisschen mitmachen und da versuchen, das in die richtige Richtung zu lenken. Gut, dann komme ich auch mal mit einer Frage rein. Europa, die Vereinigten Staaten von Europa, die werden ja verkauft als die ultimative Möglichkeit, friedvoll miteinander zu leben. Es geht um einen gemeinsamen Binnenmarkt und um viele Versprechen, die sich letztlich oder die sich anfänglich für mich sehr, sehr freiheitlich angehört haben. Jetzt stellt ihr die These auf, dass kleinere Einheiten besser sind als große. Wie kommt man denn zu diesem Ansatz? Gut, also um da in die Zukunft zu gucken, was Europa betrifft, braucht man eigentlich nur auch ein kleines bisschen in die Vergangenheit zu gucken, wo Europa herkommt. Die Geschichte und gerade auch Deutschland waren ja viele Staaten, es waren Fürstentümer, es waren freie Städte, die miteinander Handel betrieben haben. Und an der Stelle, glaube ich, muss man auch unterscheiden zwischen, der Philipp hatte gerade die nationalistischen Bewegungen auch schon angesprochen, die überall sich auftun. Das ist es eben auch nicht. Es ist nicht der Zentralstaat und es ist nicht der Nationalstaat, sondern es ist der kleine Staat, der sich nach außen hin offen zeigt, muss er ja auch, weil er nämlich seine Waren, er kann überhaupt nicht autark sein, dafür ist er zu klein, er kann nicht alles selber produzieren. Und letztendlich ist es das gemeinsam, der Freihandel unter kleinen Staaten. Und was dazu kommt, ist der politische Wettbewerb, der dadurch entstehen würde. Dann müssten sich nämlich Regierungen mal anstrengen, müssten Dienstleister sein, müssten quasi, ich vergleiche es immer mit Urlaubsregionen, die sich letztendlich ja auch hübsch machen für ihre potenziellen Gäste. So könnte für mich eine Regierung aussehen. Aber das ist nur zu erreichen, wenn ich relativ nah eine Regierung habe in einem Nachbarstaat, wo ich meine Regierung darauf hinweisen kann und kann sagen, hey, passt mal auf, so geht das auch. Oder die von sich aus schon hingucken und sagen, oh, die machen das aber besser wie wir. Da müssen wir aufpassen, dass uns die Leute da nicht abhauen. Also insofern Freihandel kombiniert mit Wettbewerb, das ist eigentlich das, was Europa groß gemacht hat. Und wenn das in der Vergangenheit funktioniert hat, gibt es aus unserer Sicht keinen Grund, warum das in der Zukunft nicht funktionieren sollte. Okay, also bei mir kommt an, dass wenn man sich die EU jetzt anschaut, mit den Bestrebungen immer zentralistischer zu werden und allen EU-Mitgliedsländern die gleichen Bedingungen mehr oder weniger aufs Auge zu drücken, dass man es sehr schwer hat, noch mit den Füßen abzustimmen. Das heißt, wenn man also dann sagt, man ist damit nicht einverstanden, dann ist man schon in der Situation, Europa verlassen zu müssen. Und wenn man jetzt mehrere Regionen hätte, die miteinander im Wettbewerb stehen, dann hat man es eben relativ leicht aus seiner Lebenswirklichkeit einfach ein paar Schritte zu tun über eine
Ländergrenze vielleicht sowas wie ein Bundesland heute ist in Deutschland und zu sagen, ich gehe dorthin, dort sind die Bedingungen für mich besser. Ist das so gemeint? So ist es gemeint, ganz genau. Und eines kommt noch dazu, die Verfassung von Liechtenstein beispielsweise, die zeigt, wie es gehen kann. Dort haben, das ist im Übrigen die einzige Verfassung weltweit, wo eine Gemeinde wirklich das Selbstbestimmungsrecht, das wir auch ja in der UN-Charta der Vereinten Nationen eigentlich finden, das nur nirgendwo gelebt wird, dort kann sich eine Gemeinde von praktisch abspalten. Theoretisch bietet die Verfassung von Liechtenstein dem Volk sogar die Möglichkeit, den Monarchen praktisch das Vertrauen zu entziehen und im letzten Schritt sogar eine Republik zu gründen. Das heißt also, diese Freiwilligkeit zwischen Regierung und Volk, die schafft einen erstmal im Land Wettbewerb. Das heißt, der da oben muss sich endlich mal anstrengen. Und die kleinen Einheiten schaffen untereinander Wettbewerb. Und was, wenn Wettbewerb im Bereich der Wirtschaft funktioniert, dann gibt es für mich keinen Grund, warum es nicht der Wettbewerb zwischen politischen Institutionen auch funktionieren sollte. Du kannst das, um noch das hinzuzufügen, man kann als kleines Land wie Liechtenstein halt einfach nicht so totalitär sein wie zum Beispiel die Sowjetunion, weil dann die Leute einfach mit den Füßen abstimmen. Wenn dann die Grenzen nah sind und außerdem ist da noch ein kulturell sehr ähnliches Land, dann hauen die einfach ab. Wir haben das ja auch mit Ostdeutschland gesehen. Das hätte sich entleert. Da musste dann die Mauer gebaut werden, um das zu verhindern. Kuba hat die Haie, damit die Leute nicht abhauen. Aber die Ostdeutschland konnten ja halt dann in kulturell ähnliches, sehr ähnliches Gebiet mit der gleichen Sprache, gleiche, sehr ähnliche Kultur auswandern. Und deswegen wäre das ganze Konzept in sich zusammengebrochen. Das heißt, wenn man viele kleine Einheiten hat, wo dann notwendigerweise die Grenzen sehr nah sind und die kulturell sehr ähnlich, sind die Kosten des Füßeabstimmens sehr gering. Und das führt dazu, dass dann die Steuern niedriger sind, es gibt ja Regulierung. Und letztlich dann mehr individuelle Freiheit. Ja, genau. Man hat uns ja in Europa dieses Prinzip der Subsidiarität versprochen, dass in kleinen Einheiten und vor Ort entschieden wird. Die Lebenswirklichkeit sieht zumindest nach meiner Wahrnehmung völlig anders aus. Und die Vorstellung, wo du gerade sagtest, Kuba, da sind die Haie, die Grenze bilden, das wäre für mich persönlich ein sehr unangenehmes Szenario, mir vorzustellen, ja, Europa ist ja auch in großen Teilen vom Wasser umgeben. Insofern hoffe ich auch, dass es zu einer Besinnung kommt und ich persönlich auch diesen Brexit eher als ein positives Signal. Und wir haben ja jetzt in Deutschland und in Frankreich in diesem Jahr auch Wahlen. Inwieweit dort schon eine derartige Entwicklung in der Folge kommen wird, das weiß ich noch nicht. Die Marie Le Pen, ohne dass ich jetzt für diese Dame hier Partei ergreifen will, aber sie hat ja angekündigt, für den Fall eines Wahlsieges will sie solche Volksabstimmungen über den Verbleib in der EU dort durchführen. Eine ganz konkrete Frage zu Deutschland. Wie seht ihr das? Sezession auf der Ebene von Bundesländern? Habt ihr da eine Vorstellung, dass zum Beispiel, weiß ich, Bayern oder Baden-Württemberg sagt, okay, wir gehen jetzt raus? Also Bayern hat ja eine Verfassung, die ist eine Vollstaatverfassung. Das heißt also, theoretisch ginge das. Ich meine, kürzlich hat ja jemand versucht, das in die Wege zu leiten, wurde ihm ja vom Bundesgerichtshof oder Bundesverfassungsgericht wurde das ja abgewendet. Aber es gibt immer wieder Umfragen, auch vor einigen Jahren waren die Hans-Seidel-Stiftung, wo praktisch jeder Vierte gesagt hat, ja, könnte ich mir gut vorstellen, leisten könnte es Bayern sich. Ich meine, Bayern ist Geberland, was den Finanzausgleich betrifft. Das sind alleine im letzten Jahr 6 Milliarden Euro gewesen. Und aber ich glaube nicht, da muss man realistisch sein, dass das in einer Phase des Es geht uns noch allen gut passieren würde. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass so etwas im Zusammenhang mit einem Euro-Crash theoretisch passieren könnte, nämlich dann, wenn es selbst den reicheren Regionen, wenn da das Geld knapp wird, dass sie sagen, oh, jetzt müssen wir aber mal eine Bremse reinmachen,
Das könnten dann, glaube ich, Phasen sein, wo sowas realisierbar wird und dann die Befürworter nicht mehr bei 25% sind, sondern plötzlich in der Mehrheit. Ja, nochmal da zurück, nicht nur Bundesländer könnten das sein oder Regionen, sondern halt auch Städte. Wir verweisen da in dem Buch auch auf die Hanse. Das war ein Städtebund, der recht erfolgreich war, 500 Jahre Bestand hat, also länger als die Vereinigten Staaten von Amerika. Also das ist eine ziemlich lange Zeit. Und warum sollte das nicht wieder funktionieren, dass es ein unabhängiges Hamburg, Frankfurt oder Bremen, Münster geben sollte, die dann versuchen, miteinander auch Interessen vielleicht sich auch zu verteidigen. Die Hanse hat sich auch erfolgreich verteidigt, zum Beispiel gegen den König von Dänemark mehrere Male. Und dann halt versuchen, wie Andreas sagte, ja, sich hübsch zu machen, attraktiv für die Menschen. Wie macht man das ja mit mehr Freiheit? Und würdest du das auch so sehen, dass die derzeitige Situation, ich beschreibe die jetzt mal in Deutschland, der Länderfinanzausgleich und dieses System der erzwungenen Solidarität auf dieser Ebene, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass jetzt eine Zustimmung es dazu geben würde, dass ein Geberland wie Bayern beispielsweise jetzt entlassen würde. Wie siehst du das? Ist das jetzt oder unter ähnlichen Bedingungen erst möglich, wie Andreas das bereits sagte? Ja, wahrscheinlich ist natürlich, dass in einer Krise passiert. Entscheidend ist aber, wie Mises das immer sagt, sind die Ideen der Leute. Wenn wirklich eine Mehrheit der Bevölkerung in Bayern das Problem erkennt und dafür wäre, sich von der Bundesrepublik, von Berlin zu lösen, und daran glaubt, dass Bayern alleine Bestand haben könnte und dass es auch besser wäre für Bayern, dann glaube ich nicht, dass die Bundeswehr da einmarschiert und das verhindern würde. Ist das irgendwie vorgesehen im derzeitigen Grundgesetz? Gibt es dort auch ähnlich wie in Liechtenstein eine Ausstiegsklausel? Nein. Andreas, wir hören dich nicht. Nein, gibt es nicht. Ich habe das, ja, Zustimmung. Also es gibt keine Ausstiegsklausel, nein. Hätte mich auch schwer gewundert, ja. Ich komme ja aus Bayern. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn es soweit ist. Ja. Ich hätte auch noch... Gehört ja auch dazu. Ich bin zwar nur ein Unterfranke, aber noch Bayern. Genau. Also ich möchte dann auch mitmachen, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hätte noch mal eine Frage zum Brexit. Ja, ihr widmet ja dem Brexit auch ein Kapitel in eurem Buch. Ich habe mich jetzt auch gar nicht so wirklich intensiv damit beschäftigt, aber wie ist es denn überhaupt möglich gewesen, dass das, oder wie ist das zustande gekommen, eurer Meinung nach? Ja, ich hätte das ja auch eigentlich erstmal nicht für möglich gehalten, aber vielleicht habt ihr ein paar Hintergrundinformationen, ja, wie das denn zustande kam, auch welche Meinungen da wie gebildet wurden. Gibt es ein paar Infos vielleicht, die interessant werden für die Zuhörer? Ich denke, dass es eine Kombination von Ursachen gibt. Einmal sind die Briten sehr gegen die EU, gegen den Zentralismus von Brüssel. Schon immer gewesen auch? Schon immer, ja. Sie wollten auch ihre eigene Souveränität sozusagen zurückgewinnen. Der Stimmen für den Brexit kam auch von Leuten, die gegen die Globalisierung war und gegen Einwanderung vor allen Dingen, die Kontrolle über die Einwanderung zurückhaben wollte. Und dann war es auch natürlich ein wieder so eine Wahl gegen die Eliten, weil die Eliten, die Banken und die Politiker hatten sich alle dafür ausgesprochen, dass man in der EU bleibt. Und dann war es auch da. Daher war das, kam das auch. Ich sehe das positiv, weil Großbritannien muss sich jetzt auch hübsch machen. Ne? Muss sich jetzt auch hübsch machen, werden wahrscheinlich die Steuern senken, werden die Regulierung senken müssen, abbauen müssen, damit sie jetzt gutes Wachstum generieren können. Und entscheidend ist jetzt, dass jetzt ein Präzedenz, also für die EU, ist es natürlich einigermaßen für uns, also ich sag mal für Deutschland ist es schlecht, weil ein wichtiger Verhandlungspartner oder ja, jemand, der auf der Seite von Deutschland meistens war, jetzt da weg ist. Sinn erzählt das auch in seinem neuesten Buch, dass jetzt die Südstaaten jetzt eine strukturelle Mehrheit bekommen.
dadurch, dass Großbritannien da nicht mehr gegen Zentralisierungsversuche stimmen kann. Das ist natürlich nicht so gut. Andererseits wurde jetzt aber auch ein Präzedenzfall geschaffen. Das heißt, immer wenn jetzt da Verhandlungen sind in der EU über neue Zentralisierungssachen, da kann dann ein Staatschef dann sagen, ja, aber zur Not, wenn uns das nicht gefällt, dann machen wir es wie die Briten. Ja, brauchst du noch nicht mal zu sagen, das steht jetzt immer offen sozusagen im Raum. Von daher war das, ist das sehr wichtig. Das heißt also nach dieser Theorie, je erfolgreicher die Briten diesen Ausstieg für sich meistern, desto mehr Druck ist dann für die Brüsseler Elite, wenn es darum geht, wieder mehr Zentralismus zu machen, beziehungsweise etwas den Fuß vom Gas zu nehmen. Aber was von beidem wäre denn jetzt nach eurer Sicht eigentlich besser? Denn auf der einen Seite sehen wir, dass die Bereitschaft der Menschen heute, zumindest nach meiner Wahrnehmung, gar nicht da ist, über so etwas nachzudenken. Und auf der anderen Seite sehe ich Entwicklungen, die ja zu Zuspitzungen führen. Und aus dieser Zuspitzung, aus dieser Not heraus, so habe ich das jetzt verstanden, wahrscheinlich überhaupt erst die Bereitschaft entstehen wird, über derartige Schritte nachzudenken und darüber nachzudenken, neue Wege zu gehen. Wie würdet ihr das sehen? Was wäre euch jetzt lieber? Eine EU, die jetzt praktisch zahm wird durch den Brexit, oder ja, dass die weitermachen wie bisher und dadurch zu diesen Handlungsdruck überhaupt erst erzeugen? Also für mich sind derzeit werden eigentlich nur zwei Wege diskutiert in der Öffentlichkeit, in meiner Wahrnehmung. Es gibt entweder mehr EU oder dieser Nationalismus, der sich da jetzt gegenwärtig breit macht, der aber für mich eigentlich eine Reaktion weit über das zurück oder weit über das hinaus, wie man was man eigentlich möchte, weil das ist für mich was gegenwärtig da den Leuten vorgemacht wird von den Parteien, die sich da momentan hervortun, ist eigentlich sich so ein bisschen einigeln. Was für uns, oder ist das eigentlich ein dritter Weg, den wir hier aufzeigen wollen? Dieser dritte Weg würde bedeuten, letztendlich durch den Wettbewerb niedrigere Steuern, Steuerwettbewerb überhaupt, den Menschen ein Lebensumfeld zu bieten, mehr Freiheit zu bieten, weniger Regulierung. Und alles, was letztendlich all diese Punkte, weniger Steuern, weniger Regulierung, bedeutet letztendlich weniger Macht für die Politik. Und deswegen tun die sich halt alle so schwer damit. Ne? Sowohl der Weg in Richtung mehr Zentralstaat würde mehr Macht bedeuten, und auch zurück zu Nationalstaaten. Da ist nie die Rede von weniger Staat, weniger Politik. Und das ist unseres Erachtens nur zu erreichen über den Wettbewerb kleinerer Nationen. Und das aufzubereiten, das war halt einfach unser Ziel. Aber das wird wahrscheinlich genauso schwierig sein, wie es mit dem Geld schwierig ist, das Thema zu erklären. Solange es noch eben funktioniert. Ich glaube, dass die Leute dann erst beginnen, wirklich darüber nachzudenken, wenn es mal brenzlig wird. Und deswegen bereiten wir halt jetzt den Boden, wenn es dann soweit ist. Noch ein Kommentar, weil Andreas sagt das genau richtig. Es wird so dargestellt, die eine Option oder die gute Option wäre mehr EU. Aber es wird immer so gesagt, mehr Europa. Und das ist halt, das ist so historisch falsch, dass man das eigentlich immer wieder sagen muss. Das ist so ein billiger rhetorischer Trick, zu sagen, mehr Europa. Weil diese... einen einheitlichen Zentralstaat hat es in Europa ja nie gegeben. Es gab Ansätze mit Karl dem Großen und Napoleon und Hitler, aber die sind alle gescheitert. Diese großen zentralen Reiche, die gab es immer in Asien, in China. Und die Leute, die anstatt zu sagen, wir wollen mehr Asien, sagen die, wir wollen mehr Europa. Das ist aber historisch total falsch, weil Europa war immer politisch fragmentiert. Kulturell zwar eine Einheit durch die Kultur des Christentums, der Antike und Lingua Franca Latein. Aber politisch war es total fragmentiert. Und das sind eigentlich Europaskeptiker. Die glauben nicht, dass die politische Dezentralisation die Zukunft ist. Aber sie nennen die Europaskeptiker, die gegen Brüssel sind. Ja, das ist auch eine interessante Gleichsetzung, die EU und Europa gleichzusetzen. Wer sagt mehr Europa, da habe ich gleich
die Frage gehabt, wie denn, wird noch mehr Landmasse angehäuft von Schiffen aus oder was, ja? Also es ist etwas subtil, wie das immer versucht wird, diese Alternativlosigkeit durch die Vertauschung dieser beiden Begriffe auf den Weg zu bringen. Ne? Jetzt ist es so, für Leute, die vielleicht durch dieses Buch das erste Mal von solchen Gedanken hören, die könnten ja auf die Idee kommen, ja, hört sich gut an, aber es ist eben so weit weg von der Realität, so weit weg von der Lebenswirklichkeit. Welche Gründe würdet ihr denn sehen, dass solche Lösungen tatsächlich in absehbarer Zeit diskutiert werden? Weshalb seht ihr überhaupt einen Bedarf, einen solchen Lösungsvorschlag in den Raum zu bringen, den Leuten sowas mal vorzulegen? Wie könnte es dazu kommen, dass erstmal diese Themen ernsthaft diskutiert werden und eine höhere Aufmerksamkeit dafür da ist? Ja, wie gesagt, es gab jetzt gute Ansätze, prinzipiell vom Brexit. Dann gibt es ja die Sezessionsbestrebungen in Südtirol, in Katalonien, Baskenland oder auch Schottland, obwohl die dann teilweise auch in der EU drin bleiben wollen. Aber es gibt halt immer diese, je mehr Macht der Zentralstaat oder die zentrale Instanz auch in Deutschland anhäuft, desto mehr Widerstand gibt es dann auch von den Regionen, die dann ihre Kompetenzen verlieren. Und wie schon anfangs gesagt, es ist jetzt der Zeitpunkt zu sagen, das ist eine Fehlentwicklung und wir sollten den anderen Weg gehen. Es ist jetzt die Zeit, sich zu entscheiden sozusagen. Und deswegen, wie Andreas das schon sagte, die Alternativen sind nicht mehr EU-Zentralismus oder ein eingeigelter Nationalismus, sondern eben das Freiheit und Dezentralität. Manuel, ist es für dich okay, wenn ich noch einen Gedanken einbringe? Ja? Ihr habt ja auch ein Buch geschrieben über das Geldsystem, das haben wir vorhin angesprochen, 2014. Und ich sehe, dass wir irgendwo in einer Endphase, so empfinde ich das, des jetzigen Geldsystems uns befinden. Und das will ich sagen, weshalb ich das sehe, weil ich sehe, dass überall dieser Kampf gegen das Bargeld ist. Das heißt, das einzig wirklich gesetzliche Zahlungsmittel ist ja das EU-Notenbankgeld, die gedruckten Scheine. Und hier in Frankreich, wo ich beispielsweise lebe, gibt es jetzt mittlerweile eine Bargeldobergrenze von 1.000 Euro und danach ist schon Schluss. Das heißt, ich sehe das als eine Vorbereitung dahingehend, dass digitale Fiat-Money alternativlos zu machen, das Bargeld praktisch de facto abzuschaffen, so dass man dann mit dem Geld gar nicht mehr vom Konto runter kann, so damit den Boden zu bereiten, dafür, dass dann Negativzinsen kommen können, sogenannte Bail-ins, dass man den Leuten, so wie es in Zypern schon gesehen wurde, in die Konten fasst und nicht mehr nur allein die Geldmenge ausweitet, sondern direkt die Beträge einkürzt und die defizitären Staaten so weiter finanzieren will. Das heißt, in dem Moment, wo das passiert, sehe ich schon, dass eine massive Sensibilisierung stattfinden wird. Ne? Wenn man jetzt nach Indien schaut, wo die indische Regierung einfach mal die beiden größten Rupien, hieß das, glaube ich, Rupien oder was, also von dieser indischen Währung, da die beiden großen Scheine weggenommen hat und gesagt hat, nee, die gelten jetzt nicht mehr, ging es da los, dass es einen Riesenrun in den Bitcoin gab, dort in Indien. Und das Ähnliches sehe ich dann auch hier. Solche Entwicklungen werden aus meiner Sicht auch den Boden bereiten, dass einfach den Staaten die Finanzierungsmöglichkeit wegbricht, in dem Moment, wo sie immer repressiver sich gegen die eigenen Bürger wenden. Seht ihr das ähnlich? Letztendlich hatte ich das vorhin ja schon angedeutet, dass ein Euro-Crash, wie auch immer der geartet sein könnte, ob eine Flucht aus dem Euro, die Frage ist, wohin, ja, dann, ich glaube, dass die Chancen dann am größten sind, in dem Moment, wenn, und der Mensch ist einfach nur so geprägt, dass er dann handelt, wenn er vielleicht auch unter Druck kommt erst, dass dann, wenn die reicheren Regionen merken, oh, jetzt geht mir es ans eigene Hemd, dass dann reagiert wird. Wie ein Euro-Crash aussieht, ich stelle fest, dass die Menschen noch sehr, sehr viel Vertrauen haben.
ich kann es letztendlich nicht verstehen. Ich denke immer, wahrscheinlich ist es die Alternativlosigkeit, wohin mit dem Geld? Ne? Ich meine, es wird sehr viel modernisiert, es werden Häuser gekauft, aber trotzdem ist immer noch wahnsinnig viel Geld auf Konten da. Aber ich, solange dieses Vertrauen noch da ist, und das ist immer noch da, ich sehe das ja auch in meiner Branche täglich, wie vertrauensselig die Menschen immer noch dem Euro gegenüber sind. Solange das Vertrauen noch da ist, wird sich, glaube ich, noch nicht viel bewegen. Wie ein Crash geartet ist, sei dahingestellt. Ob der Bitcoin das auffangen kann, auch das sei dahingestellt. Und mit dem Bargeld, ich glaube, das sind verschiedene Punkte. Es ist einmal, um unter Umständen halt wirklich einen Cut durchzusetzen, ohne dass die Leute flüchten können. Ich glaube, dass aber auch sehr große Interessen aus der Banken- und Kreditkartenindustrie dahinter stehen, weil jeder Umsatz mit einer Karte bringt da Gewinn. Insofern geht man auch da wieder Hand in Hand, wie es bei der Geldschöpfung oder überhaupt beim Geldwesen der Fall ist. Der Staat geht auch hier mit der Banken- und Finanzindustrie Hand in Hand. Aber nochmal, für Sezessionsbestrebungen glaube ich, dass es erst den Leuten leider Gottes schlechter gehen muss. Nochmal zu dem Geld, weil damit kann man auch gut veranschaulichen, wie der Wettbewerb der politischen Einheiten, kleinpolitischen Einheiten funktionieren kann. Es bietet sich dann die Möglichkeit für Experimente und man kann dann gucken, was funktioniert gut und was funktioniert nicht so gut. Früher vor dem Euro, da konnten dann Menschen in Spanien und Italien, die konnten ihre Lira und Peseten dann noch in D-Mark umtauschen, um sich so vor der Inflation ihrer Notenbanken zu schützen. Man wusste ja, wenn man die Notenbankpolitik der Bundesbank ist schlecht, aber der anderen Staaten ist noch schlechter. Die Niederländer haben dann einfach die Politik der Bundesbank kopiert. Das heißt, wenn die Bundesbank die Zinsen erhöht hat, haben die Holländer dann auch erhöht. Das heißt, man kann dann immer gucken, was funktioniert gut und was funktioniert nicht gut. Und wenn man natürlich dann diesen Wettbewerb ausschaltet, dann ist dieses Experimentelle erstmal unter Staaten nicht mehr. Dann gibt es noch private Experimente, ne? wie den Bitcoin. Aber heute kann halt sich keiner mehr schützen, indem man den kauft. Alle sind da gefangen und gehangen mit der Währung, die Bargi dann ausgibt. Und so ist das in allen Bereichen, so auch im Arbeitsmarkt. Man kann im Arbeitsmarkt gucken, ja, Dänemark kontinuierlich eine niedrige Arbeitslosenquote als Spanien. Und dann kann man halt sich überlegen, wollen wir in unserem Land höher, mehr oder weniger Arbeitslosigkeit haben? Ja, wenn wir wenig haben wollen, sollten wir lieber die Arbeitsmarktgesetzgebung von Dänemark als die von Spanien. Ne? Gott sei Dank ist es, beim Geld haben wir jetzt schon alles einheitlich, beim staatlichen Geld in Europa. Bei der Arbeitsmarktregulierung Gott sei Dank nicht, aber da müssen sie ja hin, das soll ja immer mehr Harmonisierung geben. Bei den Steuern gibt es ja auch schon das Steuerkartell, das ist Mindestsätze für die Mehrwertsteuer gibt. Harmonisierungsmodell hört sich ein bisschen fast schon unverschämt an. Ja, wir haben jetzt ja schon einige Sachen besprochen. Ich habe die ganze Zeit auch noch so eure Inhaltsangabe nebenbei offen und würde jetzt vielleicht abschließend, gar nicht, dass wir zu viel verraten, aber vielleicht nochmal so ein paar Inhalte aus dem Buch ansprechen. Im Großen kann man schon sagen, dass ihr eigentlich die Vorteile von Kleinstaaten einfach den Nachteilen der Großstaaten gegenüberstellt und das über viele Kapitel eben abhandelt. Ein Kapitel, was mich eigentlich besonders interessiert, ist eben das, warum große Staaten aggressiver und kleine Staaten friedlicher sind. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Schulzeit habe ich auch so dieses Flickenteppich Deutschland, so diese Karte, wo eben diese ganzen kleinen farbigen Flecken sind. Andreas hat es ja vorher schon angesprochen, diese ganzen Fürstentümer und was das alles war. Und wenn ich mich zurückerinnere, es wurde immer als etwas Schlechtes verkauft. Also dass diese ganze Kleinstaaterei nur Nachteile hätte. Das sind so die Sachen, an die kann ich mich erinnern. Jetzt vermute ich einfach mal, dass ihr in dem Buch mit diesen Mythen ein bisschen aufräumt. Vielleicht wollt ihr noch mal ein, zwei Sachen ansprechen. Was läuft denn besonders gut in kleinen Staaten und besonders schlecht in großen Staaten? Vielleicht noch mal auf dieses aggressiver und friedlicher bei kleinen Staaten.
Also grundsätzlich ist es so, und so beginnen wir auch das Kapitel, wo es um Krieg bzw. um Frieden geht. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Menschen grundsätzlich mal friedlich sind. Ich habe das erst die Tage so wirklich bewusst ganz wahrgenommen. Ich war in New York gewesen, bin in der U-Bahn gefahren und habe mich so umgeguckt und habe mir so die Leute angeguckt und habe mir mal geschätzt, da sitzen mindestens 15 Nationen gerade in diesem U-Bahn-Waggon. Und jeder hat für sich irgendwas getan. Die sind von der Arbeit nach Hause, der eine hat gelesen. Also grundsätzlich sind die Menschen sehr friedlich. Krieg haben immer die da oben angefangen. Und Krieg ist auch immer aus relativ schwierigen wirtschaftlichen Zeiten heraus entstanden. Schauen wir uns Kleinstaaten an, und das ist eigentlich unsere Kernaussage auch. Kleinstaaten, sollten sie wirklich mal aggressiv werden, haben einmal überhaupt nicht die Mittel, ein großes Militär auf die Beine zu stellen. Und zum anderen, wenn sie wirklich aggressiv würden mit einem Militär, dann können sie auch keine großen Schäden anrichten. Also das mal das eine. Und vielleicht, Philipp, möchtest du das nochmal anfügen, weil du dich auch mit diesem Part ja intensiver beschäftigt hast, was Großstaaten außerhalb von Kriegen ihren eigenen Bevölkerungen in der Vergangenheit bereits angetan haben? Ja, das ist ein gutes Thema zur deutschen Kleinstaaterei. Ja, da gab es auch Freihandel im 19. Jahrhundert. Das Problem kam in meinen Augen eindeutig mit der Einigung 1871. Auf einmal trat dann an dieser Koloss Deutschland auf die Karte und wollte große Weltpolitik machen. Und dann kam es zu zwei Weltkriegen, die wohl nicht so passiert wären, wenn der böse Flickenteppich da weiter bestanden hätte. Das ist eigentlich ganz offensichtlich, aber das wird nie thematisiert. Und das macht ja gerade Angst, wenn jetzt Juncker hat bei der Münchner Sicherheitspolitik-Konferenz gesagt, ja, die militärische Kleinstaaterei, die bringt uns nicht weiter. Damit müssen wir aufhören. Er will also militärische Großstaaterei. Und da läuft es einem ja eiskalt den Rücken herunter. Aber man will da dann die große Weltpolitik betreiben. Und die am anderen Ende der Welt dann die Politik machen. Man möchte vielleicht dann auch so aufrüsten. Ne? Wilhelm II. Wollte ja dann auch eine große Flotte haben und Kolonien haben. Das war ja bei den deutschen Kleinstaaten, das war ja gar nicht so der Fall. Und wir haben auch dieses Goethe-Zitat, berühmte Goethe-Zitat, in dem er sagt, ja, was wäre aus Deutschland, wenn es nur eine Hauptstadt gäbe, Berlin oder vielleicht noch Wien und sonst nur kleine, nur unbedeutende Provinzstädte, wie das so in Frankreich wäre. Wir haben eine Währung, wir haben in Deutschland, wir haben freie Grenzen, wir können über die Grenzen gehen, wir haben eine Sprache. Aber wir haben halt diese vielen kleinen miteinander im Wettbewerb, in Konkurrenz stehenden Städte, die halt auch versuchen, die besten Köpfe in der Kultur und so weiter an sich zu ziehen. Und das ist nicht alles wie in Paris konzentriert und der Rest liegt brach, sondern wir haben diese ganzen dynamischen Köpfe. Und der Grund ist natürlich auch, dass kleine Staaten müssen friedlicher sein, weil sie eben so auf den Freihandel angewiesen sind. Sie können nicht autark sein, wenn sie stark in die Weltwirtschaft integriert sind. Liechtenstein importiert wahrscheinlich den größten Teil der Waren, die konsumiert werden, importiert Liechtenstein. Das heißt, wenn es zum Krieg kommt und der Freihandel, der internationale Handel wird beschränkt, dann trifft es natürlich besonders stark, die Wohlfahrtsverluste sind besonders stark für kleine Staaten. Während USA, die kann natürlich viel auch selber im eigenen Land herstellen. Die können sich viel eher einen Krieg erlauben als so kleine Staaten. Von daher sind kleine Staaten tendenziell friedlicher. Und dann auf was, worauf Andreas hinweist, ist das Buch von dem Rummels, der halt die Statistik hat oder geschätzt hat, die ganzen Schätzungen zusammengeführt hat über die Toten durch die eigene Regierung außerhalb von Kriegen, also noch nicht mal die Kriegstoten, sondern nur die Toten, die die eigene Regierung im 20. Jahrhundert, bei ihm geht es bis 1987, getötet hat. Und da kommen natürlich an erster Stelle kommt dann die Sowjetunion, dann kommt das China der Kommunisten, dann Nazi-Deutschland.
Und selbst wenn man es auf den prozentualen Anteil der Bevölkerung, der getötet wird, durch die eigene Regierung gefoltert, in Konzentrationslagern verhungert, verbrannt, alles Mögliche, wenn man das auf den prozentualen Anteil sieht, dann sind da dann die Roten Khmer als erstes von Kambodscha, dann glaube ich Nachkriegspolen, Türkei, aber Schweiz oder Liechtenstein, Singapur, die tauchen da gar nicht, die tauchen da natürlich nicht auf. Die können es, die können halt auch nicht so sich gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung verhalten, ja, weil sie sonst sich sofort entleeren würden. Vielleicht noch ein Wort zu Liechtenstein, weil wir das hier auch immer wieder anführen. Liechtenstein hat seit 1868 kein Militär mehr, hat beide Weltkriege unbeschadet überstanden. Und es scheint zumindest mal, wenn man sich damit beschäftigt, auch überhaupt kein Bedürfnis seitens der Bevölkerung zu sein, ein Militär zu haben. Also, und das findet man immer wieder. San Marino hat eine Vereinbarung mit Italien, dass die sich im Ernstfall mit denen praktisch auf deren Schutz vertrauen würden, etc. Aber das ist genau der Grund. Die können sich es gar nicht leisten, aggressiv zu sein, weil sonst, ja, sie würden verhungern, weil sie einfach diese Dinge, die sie für den täglichen Gebrauch benötigen, selber gar nicht produzieren kann. Genau, und auf der anderen Seite hatte Philipp ja vorhin dieses Beispiel, glaube ich, mit den Hansestädten angebracht, wo es also durchaus auch so praktiziert wurde, dass es Verteidigungsbündnisse gab und für den Fall, dass es eine Bedrohungslage für solch kleinere Einheiten gibt, dass die sich eben dort gemeinsam zusammentun und äußere Aggressoren gemeinsam abwehren können. Ja, ja genau. Entschuldigung, Philipp, mach du. Ja, genau. Natürlich gibt es nie eine Garantie, dass sich die Großstaaten nicht militärisch durchsetzen. Das gibt es nie, aber das kann man nie geben. Aber wie gesagt, die Hansa hat zwei Kriege gegen den König von Dänemark gewonnen. Warum sollte das in Zukunft nicht auch klappen? Man darf den Kopf ja nicht in den Sand stecken und sagen, ja, nur weil die Vergangenheit gezeigt hat, dass wir jetzt Zentralisierung gehabt haben und es gab immer diese größeren Staaten, dann dürfen nicht fatalistisch sagen, ja, der Weltstaat kommt auf jeden Fall. Das ist nicht der Fall. Es hängt von, wie gesagt, von den Ideen ab, in den Köpfen der Menschen ist, und die kann man ändern, zum Beispiel durch so Bücher. Ja, was mir da wirklich auch total auffällt, dass im Endeffekt das, was ihr jetzt auch gerade alles so beschrieben habt, eigentlich ja komplett das Gegenteil ist von dem, was uns medial, sage ich mal, so aufserviert ist. Also im Endeffekt ist ja die EU eigentlich der Garant für Frieden, so wie das gerade oder schon seit Jahren uns angepriesen wird. Jetzt habt ihr eigentlich gerade gut ausgeführt, dass es genau das Gegenteil der Fall ist. Ja, dass eigentlich genau die kleinste mögliche Einheit der Garant für Frieden ist. Wie kann es denn eigentlich sein, dass das so absolut 180 Grad gegenübergestellt eigentlich, ja, sag ich mal, so diese Informationen in den Medien nach außen getragen werden? Sehen die eine andere Realität? Wollen die es nicht verstehen? Oder ist es einfach Kalkül? Weil im Endeffekt die Informationen, die ihr habt und die auch Basis eures Buches sind, die sind ja jetzt auch anderen zugänglich. Ja, also vielleicht könnt ihr das noch so als Schlussgedanken mit reinbringen, wieso liegen die komplett anders bei dem, was ihr sagt, ja? Ich bin, Philipp, du kannst das dann anschließend sofort gerne ergänzen, aber ich bin verführt, eine ganz, ganz knappe Antwort hier zu geben. Macht korrumpiert. Und das sind, aus meiner Sicht hat es nur mit Macht zu tun. Und kleine Staaten würden die Macht von der Politik und allen, die in den Schlüsselpositionen sitzen, massivst reduzieren. Und das ist aus meiner Sicht der Grund schlechthin, warum man es anders, ja, es hat ja was mit Propaganda zu tun, warum es anders formuliert oder anders darstellt, als es ist. Machtansprüche sind es und Macht korrumpiert. Das ist für mich der Grund schlechthin. Philipp, willst du das noch kurz ergänzen? Obwohl man. Nein, das sehe ich ähnlich. Ja klar, ich meine, die würden ja an ihrem eigenen Ast sägen oder würden ja ihr eigenes Glashaus selber mit Steinen einschmeißen. Das heißt, man muss da die Realität so verdrehen, um halt in seiner eigenen Argumentation weiterhin stabil zu bleiben. Ne?
Ja, ist ja immer das, nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man Frieden haben und die europäische Einigung hat es geschafft, ja. Aber wer hat denn den Zweiten Weltkrieg ausgelöst? Ja, nicht Liechtenstein oder die Schweiz, ne? Ja, ist natürlich was dran. Ben, hast du noch eine abschließende Frage? Ansonsten würde ich nämlich unsere beiden Autoren und Gäste auch ja, vielleicht bitten, noch vielleicht kurz ein abschließendes Wort zu äußern, außer du hast jetzt noch was, Ben. Wir wollten ja, eine Frage habe ich noch, wo wir jetzt auch den Philipp Bargus haben hier als Wirtschaftsprofessor. Das ist ja in dem Zusammenhang mit der Globalisierung, wird ja auch oft angeführt, dass die großen Staaten, diese EU, ja alternativlos sei, weil nur so können die einzelnen Länder in diesem Verbund, in diesem Megakonstrukt EU, nur so können sie wirtschaftlich überhaupt noch wettbewerbsfähig bleiben. Wie begegnet ihr denn einer solchen These? Ja, muss man sich Liechtenstein, Monaco, Singapur, San Marino angucken. Warum lagen die nicht am Hungertuch? Die müssten ja total verarmt sein. Die könnten ja überhaupt nicht wirtschaftlich überleben. Ein Anschauungsunterschied, das kann man natürlich dann auch ökonomisch erklären. Wer klein ist, der muss freier sein, freiheitlicher sein. Und dann, wer freiheitlicher ist, der ist dann auch wohlhabender auf lange Sicht. Von daher ist es genau umgekehrt. Und es ist natürlich auch so, die globalisierte Welt, die macht die Welt viel komplexer, als sie jetzt ist. Das heißt, die Informationsprobleme, die ein zentraler Planer in großen Einheiten hat, sind viel, viel größer, als sie in einer weniger komplexen, weniger globalisierten Welt wäre. Das heißt, gerade in einer globalisierten Welt mit allen den klaren Komplexitäten und Informationsproblemen, die der zentrale Planer hat, brauchen wir kleinere Staaten oder sind kleinere Staaten notwendig? Also genau umgekehrt. Okay, also dann ziehe ich mal das Fazit, was jetzt bei mir angekommen ist. Ihr setzt gegen diese zentrale Planung, setzt ihr den Bürger als Qualitätssicherung, den Bürger, der mit den Füßen zwischen den vielen Möglichkeiten selbst abstimmen kann. Das kann man so sagen, ja. Mhm. Ja, da möchte ich mich auf jeden Fall erstmal für eure Zeit bedanken. Wir werden auch diesem Interview Links zu dem Buch natürlich auch einblenden, damit die Zuhörer auch wissen, wo sie das bekommen können. Ich hätte jetzt noch eine Frage gehabt, und zwar eigentlich noch zu eurem letzten Buch. Wie war denn so die Resonanz eigentlich bis jetzt? Oder was sind so vielleicht eure Erwartungen jetzt auch auf dieses Buch? Wollt ihr euch da so ein bisschen aus dem Fenster lehnen? So, wie ist es gelaufen und wo soll es mit diesem Buch hingehen? Ja gut, das letzte Buch ist im Rückblick mit, ich glaube, über 10.000 verkauften Exemplaren gut gelaufen. Das Buch gibt es in Südkorea, es gibt es in Taiwan, das Buch gibt es in Spanien und das Buch gibt es seit letztem Jahr auch in England. War das rundherum ein Erfolg und auf dem Erfolg wollen wir aufbauen. Ich denke, dass wir durch das erste Buch sicherlich, dass wir da auch aufsetzen können darauf und ja, vielleicht können wir da, es wäre ja letztendlich zum Vorteil aller, vielleicht können wir da noch oben was oben drauf setzen, dass wir, ja, vielleicht rutschen wir irgendwo mal so in eine Bestsellerliste hinein, könnte der Sache nur dienlich sein, meine ich. Dem schließe ich mich an. Ben, hast du vielleicht abschließend noch was an unsere beiden Gäste? Ansonsten, glaube ich, haben wir es gut. Ja, mir hat das geholfen, einen guten Überblick über das Anliegen dahinter zu bekommen und die Fragestellungen, die mir in dem Zusammenhang gekommen sind, da habe ich Antworten bekommen, die für mich die mir geholfen haben. Ja, ich hoffe jetzt aus unserer Zuschauerperspektive, die sind ja immer noch nicht dabei, aber dass es uns gelungen ist, möglichst die Fragen, die in Zusammenhang mit diesem Buch bestehen, mit dem Grund, zum Beispiel, was nutzt es mir, das zu wissen, was in diesem Buch steht, dass wir diese Fragen gestellt haben. Und ja, und dann bleibt ja noch das Buch zu kaufen, was dann am 20. März wohl auf dem Markt erscheint. Ja, vielen genau. Dank. Vielen Dank auch, dass wir dabei sein durften. Danke. Ja, vielen Dank, das hat Spaß gemacht. Mir sehr auch, gerne. Danke. Und
spätestens bei eurem nächsten Buch führen wir dann wieder ein Interview. Das kriegen wir bestimmt auch vorhin. Ich sage auf jeden Fall auch danke. Hier nochmal eingeblendet, wir schaffen das alleine. Erscheint im Finanzbuchverlag. Und wie gesagt, die Links sind in der Beschreibung. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ja. Ciao.